Heute bist du dran! Endlich ist der Tag gekommen, an dem du endlich auseinandergenommen wirst, weil du heute richtig schön oberflächlich Männer und Frauen bewerten musst. Das, was du letztes Jahr mit mir gemacht hast und ich nicht aus der Situation fliehen konnte. Und das ist auch schon der Disclaimer, denn es wird ein bisschen oberflächiger, aber ey, wir bleiben trotzdem respectfully. Genau, respectfully oberflächlich. Respectfully oberflächlich. Ja, du freust dich richtig, dass ich das jetzt machen muss, ne? You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the box in my pocket. Smash, Merry Ghosting, liebe Freunde. Aber du musst mir helfen, ich kann nicht... Ich soll dir helfen? Ja, natürlich. Ich werde dir helfen, weiter ins Fettnäpfchen zu treten. Nee, das werde nee, ich heute nee, machen. Ich habe richtig Bock. Bin ready. Boah, ich weiß gar nicht, wie Thomas rausgesucht hat, ey. Oh, das wird schön. Aber respectfully schön. Oh. Oh, es geht direkt los. Es geht direkt los. Warte, das ging noch so, dass du jetzt direkt sagen musst, ob du Smash, Marry oder Ghosting aber machen haben wir würdest. Aber das haben wir doch am Ende verändert noch. Aber am Ende erst. Das heißt, ich muss erstmal da nochmal ein bisschen durch. So durch dein hartes musst, Leben muss ich auch du durch. Du musst durch mein komplett hartes Leben musst du auch durch. Okay. Fair muss das sein. Easy, easy war an der Stelle. Das ist auch ein schönes Rezo-Bild. Das ist ein schönes Rezo-Bild. Das ist doch von der Netflix-Party von euch, ne? Von der Hobbylos-Party, wo du nicht da warst. Oh. Rezo, auf jeden Fall sehe ich eher was Kurzes. Du siehst hier schon wieder alles, ach, das machen wir hier nicht. So, Rezo ist auf jeden Fall so... Schon süßer. Ich würde sagen, er ist aber ein kurzes Ding. Wie ein kurzes Ding? So ein Smash. Meinst du, er kann nicht lang? Nein, Rezo ist Smash. Das ist einfach ein Smash-Boy. Ach so, das ist einfach nichts für länger mit euch beiden. Ich glaube, dass wir dann nach dem Smash trotzdem gute Freunde sein werden, so, definitiv. Mhm. Aber... Ich glaube, es wäre so ein kurzer Smash. Ich hoffe, voll schwierig. Ich weiß ja nicht, wer jetzt kommt. Stimmt. Jetzt gleich bereust du es vielleicht. Du könntest jemand anderen noch smashen. Ja, scheiße. Ich habe jetzt nur noch Mary und Ghosting übrig. Mhm. Nadine Britti, okay. Mhm. Oh, was für ein Award hat sie bekommen? Hobbylos Award. Ja, was? In welcher Kategorie? In der Kategorie... Boah, ey, du fragst mich Sachen. Kennt ihr euch eigentlich? Nee, persönlich nicht. Ja, weil ich glaube auch nicht, dass es so gut wäre, wenn ihr euch kennenlernt. Weil wir haben ihr voll viel Schlechtes über dich erzählt und umgekehrt halt auch. Ja, und deswegen ja. Ist ein bisschen blöd. Ich will sie auch nicht kennenlernen genau, auf deinen ganzen Erzählungen. Also es war echt, also Nadine... Sorry, vielleicht ja. Nicht mehr mit ihm, weil er ist echt... Psychopath, Soziopath, Narzisst. Britti, tolle Frau. Mhm. Mary. Ja? Ich würde sie heiraten. Wirklich? Komm. Was soll ich denn machen? Ich würde den töten? Rest meines Lebens mit dir verbringen. Aber ich kann sie ja nicht töten, deswegen. Du würdest sie auch nicht töten, du würdest sie nur ghosten. Ach so, Smash, Mary, Ghosting. Das dein Spiel. Nee, Nadine, Britti, also bevor ich sie ghoste, würde ich... Sie heiraten. Eine Ehe anfangen. Einfach, es ist ja auch alles nur ein Spiel. Ich will es nur noch mal sagen, das ist echt unangenehm. Aber dann wäre das immer noch ein Spiel und dann würde ich trotzdem sagen Mary. Okay. Luca. Ah. Ja, direkt töten diesen Wichser. Oh. Nein. Ghosting. Ja gut, da hast du eigentlich ganz gut gewählt dann. Ne? Habe ich echt gut gewählt, krass. Oder hättest du gerne was anderes mit Luca gemacht? Nee, eigentlich? Das nicht. Also ich mag Luca voll gerne. Ja. Aber auch nur oberflächlich vom Aussehen. Nee, aber ey, ganz ehrlich, Luca wurde geghostet. Hey, ist doch voll einfach das Game. Boom, ja, Rezo mega easy. Ja gut, weiter geht's. Die Lara. Ich muss, es gibt eine riesige Stegi-Community, deswegen muss ich voll aufpassen, was ich jetzt das sage. Stimmt. Aber du musst ja nicht jetzt hier auf stimmt. Stegi-Community oder Community-mäßig antworten, sondern du sollst antworten, was du tun würdest. Ich glaube, dass... Ich hasse dieses Video. Ich liebe es! Was soll ich denn sagen? Ich kann für dich antworten, was ich denke, was du okay. Sagen würdest. Smash. Aber respectfully. Du sagst nichts dagegen, also habe ich jetzt gerade... Genau, ja. Aber ich habe es nicht selber gesagt. Genau. Oh, John! Boah, John ist auf jeden Fall ein Mann für die Ewigkeit, ganz ehrlich. Das habe ich mir gedacht. Ja, den würde ich auf jeden Fall direkt ghosten. Aber ja, John würde ich so auf jeden Fall heiraten. Süßer Junge. Ja. Ich glaube, wir würden oft streiten. Echt? Ja. Tut ihr das? Weil ihr seid doch so ein bisschen verheiratet, oder? Bisschen, ja. Palut muss ich ghosten. Oha, wie gemein. Ja. Guck mal, jetzt steht er schon mit der Axt da. Ja, scheiße, so steht er vor der Tür, aber auch mit diesem Grinsen. Ja, jetzt bin ich geantwortet auf meine letzte Nachricht, ne? Aber so ist Paluten nicht, der ghostet mich auch. Echt? Ich guck mal ganz kurz. Ja, wer hat zuletzt geschrieben? Oh, scheiße. Das ist jetzt interessant. Und ich war stattdessen in den Bergen Fahrradfahren, war wirklich nett, ja, aber haben sie schon Hobbylos mit 5 Sternen bewertet. Voll der Süße. Voll nett. Und dann ghost ich den. Nein, scheiße. Das ist schon echt sehr kann ich zurückgehen? Von dir. Ja, aber wen, was würdest du sonst tun? Boah, das ist schwierig. Weil ich würde alles smashen. Respectfully. Ja. Also, ja, okay, ich muss ihn leider ghosten, ein paar looten. So, aber wir können ja trotzdem noch privat schreiben. Also ja. muss ja niemand wissen. Kill. Nein, ghosting. So ghosting. Ja, ghosting. Ja, ganz ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen,
Ich habe ja ein bisschen Real Talk jetzt hier. Respekt. Ein bisschen Real Talk. Also wir haben uns ja einmal geprügelt im Club, so ja. Er und ich so. Hat er dir die Nase gebrochen? Er hat mir die Nase gebrochen, deswegen habe ich eine neue Nase jetzt auch so. Und ja, es war One-on-One. Es war kein fairer Kampf, der dann angefangen hat, die Messer zu zücken so. Aber ist ja auch okay eigentlich. Mhm. Also ich meine, was soll man auch sonst machen? Bei diesem Körper ist es echt, muss er hier fast machen. Stahlbrett. Ja, deswegen Ghosting auf jeden Fall. Joey. Ist schon smashable, ne? Ja, schon smashable. Ich glaube, mit Joey würde ich aber auch nur so einmal smashen und dann würden wir wahrscheinlich dann erstmal so ein paar Wochen keinen Kontakt mehr haben. Echt jetzt? Und dann würden wir so uns ausreden halt so. Darüber, dass ihr keinen Kontakt mehr habt. Genau, und dann würden wir wieder smashen, glaube ich. Okay, also Double Smash. Double Smash, ja. Smash, du wirst auch sagen, ist okay? Nee, ich würde Joey heiraten. Du wirst Joey heiraten? Safe. Ja. Ja. Die nächste Person muss ich jetzt heiraten, ne? Stimmt, ja. Ich hasse dieses Spiel. Hast du jetzt gerade, ohne zu wissen, was passiert, über den Rest deines Lebens entschieden? Mit Joy! Kennst du sie? Das ist, Frankfurt. Ja, das Frankfurt-Mädchen. Das klingt auch voll asozial. Das klingt voll asozial, aber die ist richtig cool die drauf. Die ist unnormal witzig. Die ist super witzig. Ich finde die Videos super witzig. Ja. Ja, geil. Die ist auch manchmal in Aachen. Geil. Ja, dann perfekt. Können wir direkt einen Termin ausmachen. Nenn mir einen in Frankfurt, der nicht geheiratet hat. Sehr nachsichtig mit mir. Smash! Scheiße. An der Stelle müssen wir das Video beenden. Das war unangenehm. Nein, ich würdest du mich nicht heiraten? Ich bin doch super. Kann auch kochen. Ich würde dich heiraten, ja. Nee, jetzt, also. Ist jetzt, danke, Thomas, an der Stelle. Für die nette Situation. Das ist echt total cool von dir. Das ist auch ein sehr schönes Foto. Wer ist das da hinten? Das sind meine Boys. Du hast immer Securities. Judah hat immer Securities am Start. Ja, die beiden, genau. Die sind immer so, ich bin deswegen nur pass für auf, dich. Was du sagst. Schönes Foto. Das ist deine Brücke, ne? Das ist deine genau, Brücke, die ja. Gehört mir. Die ganze Stadt da hinten gehört auch mir. Ja. Ja. Ey, der Thomas hat es auch so unangenehm gemacht jetzt, ne? Ja, er muss jetzt, sag jetzt einfach was. Ich würde dich... Ja. Ich würde sie, sagen wir so. Sie, ja, ich würde sie sieht nett aus. Sie würde ich, ich glaube, ich würde sie heiraten. Ja, das ist, okay, ja, mach, gut. Wir machen aber weiter. Evanjo. Oh, der ist. Oha, das Essen sieht super aus, so sehr hat. Meshi. Auch schade, den würde ich auch gerne heiraten. War immer geiles Essen. Ich habe doch auch gerade gesagt, ich kann kochen. Ja, aber du machst dann so gesundes Essen. Und ich will so richtig denkst dirty du? Mit ihm essen. Oh, du willst lieber dirty mit ihm. Dann solltest du ihn smashen. Okay, ich smash den. Dirty mit ihm willst. Ich smash ihn auch gerne hier direkt im Pool. Aber respectfully. Okay, die nächste Person muss ich ghosten. Okay. Bitte nicht meine Mom jetzt. Oh. Ah ja, okay. Ich glaube, da ghosten wir uns eh gegenseitig. Ist das so? Ja. Jungkook? Ja. Jungkook. Ja, da kann er bestimmt auch gut kochen. Will ich heiraten. Auf jeden Fall BTS-Member. Boah, ja. Alter, ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so eine Superstar zu haben, ey, sofort marry. Ja? Sofort einfach die Ehe. Für Rest des Lebens ausgesorgt. Genau. Und alles auch ohne, ohne Ehevertrag und so. Easy, auch, ne? Easy. Ich sag, kannst du die Hauptvideos finanzieren, der so. Sarangheo, Hajimara, Shiga. Kein Problem. Okay, dann okay, heiraten ja, wir den. Heiraten wir. Ja, wir beide. Ach so, okay, nee, so weit ist es schon nee, mittlerweile. Du. Okay. Oh, Rob, nein! Ah, Rob ist der Mann, den man heiraten muss. Ja, scheiße. Rob würde jeder von uns heiraten. Aber würde Rob deine Hauptvideos finanzieren? Nein. Dann war das andere doch die bessere Wahl. Warum sitzt er da ganz weit oben auf einem PC-Stuhl? Auf dem Dach. Ja? Ja, Rob ist, okay, da muss ich Rob auf jeden Fall smashen. Ja. Boah, die nächste Person muss ich jetzt ghosten. Könnte ein Fehler sein. Nein! Das Wunder. Ist wirklich ziemlich asozial, weil sie hat sehr viel für euch getan im letzten Hauptvideo. Sie war nein, wirklich Funda ist die Beste, ey. Funda ist wirklich eine Person, die ich heiraten würde. Ey, kann ich es nochmal zurückziehen? Nein. Du würdest sie heiraten, aber auf legit oder Spiel? Also ich kann gerne... Wo ist Funda, der Unterschied? Wenn, also... Ist wo ist der Unterschied? Das hast du jetzt gesagt. Nein. Funda ist eine Frau, die man heiratet. Eigentlich würde ich sogar du sagen... Du alle drei boah, heiraten. Scheiße! Das zeigt jetzt deinen wahren Charakter. Okay, ne? Mein wahrer Charakter klar? Ist... Funda heiraten, Rob smashen und ihn ghosten. Den Bray. Das ist gut. Das zeigt, dass du... Nicht auf das Geld aus bin. Ja. Sorry. Also ich keine Ahnung, ob das jetzt irgendein BTS-Member hier sieht. So. Ne, wahrscheinlich, ja. Ein paar Mal gucken die auch schon mal Chance so rüber. Hast du deine Chance jetzt vertan. Ja. Gwendo. Ja. Kennst du? Ja. Von TikTok so ein bisschen. Von TikTok stimmt, aber auch Livestream. Aber... Sieht hot aus, die Alte. Du darfst das sagen. Ja, du darfst das auch sagen. Nein. Hä? Ich darf es so sagen. Du
darfst es nicht sagen. Aber wir haben doch gesagt am Anfang, respectfully. Ich bleibe respectfully hier. Die also ist ich eine finde, wunderschöne sie schon gut Frau, aus. Die ich... Boah, kann ich die alle drei sehen? In der Runde jetzt? Ja. Ausnahmsweise? Ja. Okay. Ja, okay. Wer von denen? Ja, Zuckerberg da okay. In der Mitte wahrscheinlich. Rose. Miami Rose. Okay, gut. So, bleiben wir erstmal bei Rose. So, ich glaube... voll oft in Kommentaren, dass Leute denken, dass am Ende Rose und Jerky noch zusammenkommen, ne? So ist das Skript. Siehst du es nicht? Ist das im Skript? Nein. Rose kommt mit jemand anderem zusammen. Oh, echt? Willst du das? Oh, das wäre voll cool. Wir können das machen. Ja, lass machen. Okay. Also Rose, glaube ich, so, Lisa hat so schon eine ganz gewisse Art von Strenge natürlich. Ja, sehr und diszipliniert. Auch sehr diszipliniert, auch sehr, sehr vernünftig, karrierebewusst und so weiter. Bisschen spielverderber aber auch, ne? Ich glaube, die hat da schon so einen sehr weichen Kern, den man so brechen müsste einmal so. Aber auch. Ja. Aber so richtig auf, also. Wirklich auch physisch. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Aber dann? Dann ist sie, glaube ich, was? Eine sehr, sehr tolle Frau. Ich hasse dieses Spiel, ne? Ich finde es total interessant. Ich würde Zuckerberg smashen. Echt? Aber diesmal nicht respectfully, sondern es muss richtig... Ist richtig dreckig. Brutal dreckig brutal werden, und ja. Dreckig. Mhm. Kann auch mit mir machen, was er möchte. Sieht man auch, dass er das kann. Ich glaube, Gwendo würde ich heiraten. Mhm. Und Rose würdest du ghosten. Das ist schon echt gemein, ne? Das ist schon gemein, du hast ja. Den Charakter selbst gebaut und selber so erfunden. Und du magst ihn einfach nicht. Ja, und würdest halt, ihn ghosten. Weißt du, das Problem ist so. Ja, ich habe aber ein privates Dilemma. Ich kann nicht mit den Jungs Charakter schreiben, die ich selber dann... Stimmt, wenn du so eine private Beziehung zu denen führst, da muss halt die Distanz halt auch bleiben. Genau, ja. Deswegen. Das ist auch sehr professionell von dir. Genau, ich will professionell hier bleiben. Ja, das ist auch ein professionelles Video. Ja. Von daher ist das vollkommen fein. So, Kaya. Jetzt darfst du wieder nicht gucken. Alter, was ist denn das? Kaya ist auf jeden Fall auch ein Mann fürs Leben. Und es würde mir das Herz brechen, wenn wir uns ghosten würden. Dann mach's nicht. Dann mach ich's nicht. Zwei Optionen habe ich. Smashen oder marrien. Ich würde ihn smashen. Ja? Ja. Warum? Er ist so ein erfahrener Mann, der mir viel beibringen kann. Der kann dir viel beibringen. Für, wenn ich dann weiter zügle. Ja, um den nächsten zu smashen. Um den nächsten zu heiraten. Alicia! Was kriegst du so? Weiß nicht. die ist... Toll, ich mag die. Du machst gerade irgendwas... Was? Ich mach nichts. Mach überhaupt nichts. Ja, Alicia wird... Können wir so eine Kuppelshow hier raus machen? Für Kuppelshow? Das klingt nicht gut. Warum? Was passiert da? Weiß nicht. Alicia ist doch nett. Alicia ist nett, auf jeden Kennst Fall. Kennst du sie eigentlich persönlich? Ja, wir haben uns mal kennengelernt. Ah, okay. Auch Alicia würde ich heiraten. Mhm. Warum? Erklär mal. Ich glaube, das würde einfach gut flowen. Mhm. Riech gut. Oh! Aber das ist auch eine fiese Runde, ne? Das ist echt eine fiese Runde. Und reefed, ghostig, das, die ist Sache ist fies. So, ich denke mir die ganze Zeit so, ey, ich will, weil irgendwie voll viele aus meinem Freundeskreis kennen reefed und ich finde reefed cool, immer wenn ich Sachen sehe von ihr, denke ich immer so, voll cool. Aber antworten würdest du dir jetzt halt auch nicht. Ja, könnte ich ja jetzt nicht mehr. Eigentlich wollte ich auch sie mal kennenlernen, einfach so. Kennst du sie nicht? Friendshiply. Kennst nee, du sie? Nee, irgendwie kennen wir uns gar nicht. Kennen sie auch nicht, aber ich glaube, sie ist nett. Ja. Ja, scheiße. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Also das heißt, man wird sich in diesem Spiel, in diesem Lebensspiel nicht mehr kennenlernen. Dolly Girl NPC. Das sind diese NPC-Streamers. Kennst du die nicht? Nein. Boah, die gehen komplett viral. Nur mit Livestreams auf TikTok. Aber NPC-Livestreams? Ja, was ist das? Die machen nur so, wenn die so Donations bekommen, dann machen die immer so, hey, thanks. Thank you. Also die verhalten sich die ganze Zeit einfach nur im Stream wie ein NPC. Yes. Das ist ja unnormal anstrengend. Eiscreme. Das ist voll krass und die gehen voll viral. Ey, wenn du das machen würdest, boah, wir müssen mal schreiben, wo du das machst. Oh mein Gott, Rose könnte mit so einem NPC zusammenkommen. Hier, oh mein Gott. Pinky Doll heißt. That was good. Coconut, fire. Eiscreme, so good. Yes. Gang. Yeah, strong woman. Travis. Die muss doch irre im Kopf werden dabei. Ich glaube, die ist irre geworden. Yes, you got me feel like a cowgirl and be ready to turn. Die macht das stundenlang. Was? Das zur geht Hölle. Mega krass ab. Wenn du das auf TikTok machen würdest, ne? Dann würden mich alle deabonnieren. Also sorry, aber wenn wir das, ich meine, ja okay, das funktioniert so, wenn jemand nur dadurch irgendwie bekannt ist und keine Ahnung was, aber stell mal vor, wir würden jetzt einen Stream machen, die würden noch alle denken, wir haben... Ja, wenn wir das jetzt auf real durchziehen würden, dann wärst du weird. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würden die Leute sagen, ah, das ist bestimmt für das Hauptvideo irgendwie, ist momentan so. Aber wenn du es stundenlang machst?
Schon lustig, glaube ich. Ich kann das gar nicht so. Ich kann das auch nicht. Willst du ausprobieren? Ich mache die Donation erstmal. Wie würdest du machen? Rose. Hey, thank you. Rose. Hey, thank you. Rose. Oh, very nice. Oh, jetzt mache ich das. Scheiße. Oh Gott, das war dein erster NPC. Alter, krass. Okay, die würde ich auf jeden Fall... Kann ich jetzt mal wieder durchgucken? Ja, okay. Sorry. Pinky Doll. Mhm. Oh, Red, ey. Und Christian Solmecke. Oh, ah, ey, sogar mit Erdbeerkuchen und Blumen in der Hand. Easy, komm. Easy. Ey, Solmecke auf jeden Fall. Da sehe ich mich auch wirklich in einer ganz zufriedenen Kappelschaft. Ja, ne? Ihn vielleicht weniger. Also er ist nicht so glücklich mit dieser Ehe zwischen uns beiden. Mit dir. Weil ich dann, wenn ich mit ihm zusammenkomme, das irgendwie ausnutze, dass er halt auch so viele Gesetze kennt, dass ich dann halt sehr kriminell werde. Ja. Weil ich dann irgendwie diesen aus. Und das wird dann, bricht dann auch ein bisschen so auseinander zwischen uns so beide. Aber es ist dann, weil er merkt, du nutzt ihn aus. Genau, das wird dann so eine toxische Beziehung dann auch so. Mhm. Ich im Gefängnis so und der ja, besucht mich immer wieder so. Aber er besucht dich mit Erdbeerkuchen und Blumen und dem Gesicht. Und mit einer Pfeile in diesen Erdbeerkuchen drin. Haben wir eigentlich schon entschieden, ja, oder? Ja, ApoRed wird auf jeden Fall geghostet. Hast du deinen Verstand verloren, du voll Goofy? Sie würde ich dann smashen, aber respectfully. Stell mal vor, beim Smashen würde sie dann auch die ganze Zeit so... Ey, finde ich nice. Hey, thank you, Cowboy. Fändst du nice? Fänd ich, glaube ich, nice. Aber auch so auf die Art und Weise? Mhm. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Yep. Thank you, Cowboy. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, jetzt gehen wir so richtig unangenehm da raus. Boah, richtig unangenehm raus. Schön. War doch ein bisschen ernst, das Video jetzt. Es war doch sehr real talky. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ernst wird. Ja. So. Fand ich es aber schön. War wirklich befreiend für mich, dass du das jetzt auch mal machen musstest. Wie hat es sich so angefühlt? Ja, richtig, ja, nicht gut. Mhm. Nicht gut. Ja. Schaut bitte bei Julia vorbei, weil sie braucht das. Hat sie gesagt, ja. Sie postet da täglich Bella Porsche-Content auf Instagram und auf TikTok und auch auf YouTube. Ja. Machst du noch YouTube-Videos? Ja, ne? Ja. Oh, da ist was Neues rausgekommen. Nee, also ich mache nicht viele YouTube-Videos im Moment. Ich mache Werbung gerade für dich. Du Ach so, ja doch, ja, ich mache auch YouTube-Videos. Oh, das Video ist online gekommen bei dir? Ja, es ist... Gotcha. Ja, ist verlinkt ist unten in der Videobeschreibung. Auch. Ist krass, ja. Ist ein cooles Video, solltet ihr euch angucken. Danke. Genau. Okay, ich würde jetzt gerne das Video beenden an der Stelle.